So, guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist das nämlich mal ein Neuvorstellungsvideo, nein, ein Neuzugängevideo, Entschuldigung, so rum. Und dann fange ich auch gleich mit dem ersten Buch an. Das ist nämlich das hier, Carsten Strouds dritter Teil der Niceville-Trilogie, Der Aufbruch. Also ich habe die ersten beiden Teile schon gelesen. Das ist ein typischer amerikanischer Thriller mit Polizei und Geschieße und Leichen. In den ersten beiden Teilen ist auch wirklich fast nur das, ein Hauch von Mystery. Im ersten Teil, im zweiten Teil auch ein etwas stärkerer Hauch von Mystery und ein ganz kleiner Ansatz von Horror. Und jetzt bin ich mal gespannt, was im dritten Teil passiert, den ich nämlich jetzt als nächstes lesen werde, um die Trilogie euch dann komplett vorzustellen. So, das nächste Buch aus dem Lucifer Verlag ist hier, Die Nester von Barry Napier. Da geht es wohl darum, dass es auch ein postapokalyptischer Roman, nachdem Monster die Welt überfallen haben, ist fast alles tot, was sonst da vorher so gelebt hat. Das Einzige, was noch da geblieben ist, sind Nester, und Nester sind in den seltensten Fällen leer. Ein ziemlich dünnes, schlankes Buch aus dem Lucifer Verlag, der, wie ich finde, sehr schwierig ist, weil wenn man irgendwelche Fragen zu irgendetwas hat bei Lucifer, kriegt man, ich zumindest, generell keine Antwort. Ja, finde ich ein scheiß Verhalten, ist aber so. Hat mit dem Buch nichts zu tun. Auf das bin ich sehr gespannt und das kommt auch demnächst. So, Lauren Boykins Shining Girls. So, das ist, glaube ich, hat so ein bisschen was mit Zeitreise zu tun. Ein Mörder aus der Vergangenheit, das Mädchen, das in ihm kam, eine Jagd, die längst vorbei ist und doch erst beginnt. Ja, spielt halt in Chicago zur Zeit der großen Depression. Und so wie sich das für mich angehört hat, ist das so ein bisschen eine Reise in die Zeit zurück, eine Reise in der Zeit zurück, so rum. Da gab es eine Tänzerin, Jeanette, und die gehörte halt zu den Shining Girls. Ja, viel mehr weiß ich darüber ehrlich gesagt auch nicht. Bin aber mal sehr gespannt, was mir da so entgegenkommt. So, dann Ringo aus dem Festa Verlag. Das ist ein Zombie-Roman, auf den ich mich wahnsinnig freue, weil ich habe jetzt schon seit bestimmt 2 Monaten keinen Zombie-Roman mehr gelesen. Und deshalb freue ich mich auf John Ringo unter einem Friedhofs... John Ringo unter einem Friedhofshimmel... Ich krieg's nicht mehr hin. Auf das Buch Unter einem Friedhofshimmel von John Ringo. So, also bin ich auf jeden Fall mal wahnsinnig drüber gespannt, was das gibt, wieder sich dann mit dem Thema Zombie auseinandergesetzt wurde. Dann, da freue ich mich auch sehr drauf, ich muss es jetzt so vorlesen, Interitus Vermibus, das ist Fred Ink. Ich weiß nicht, wie Fred Ink in Wirklichkeit heißt, vielleicht Friedhelm Tinte, keine Ahnung. Da geht es um Würmer. Ja. Unter der Erde regt sich bleiches Leben, ein psychopathischer Gangster schickt seine Handlanger los, um überall in der Stadt Prostituierte zu verschleppen. Anlässlich einer seltenen Sternenkonstellation werden unheilige Bündnisse geschmiedet. Der schlimmste aller Feinde treibt in den Tiefen des Alls und er steht kurz davor, sich zu regen. Wenn sein Blick erst auf die Erde fällt, ist alles verloren. Jemand muss dem Wahnsinn Einhalt gebieten. Nur wie? Also, krasses Buch, glaube ich. Ich weiß es nicht, habe es ja noch nicht gelesen, aber der Klappentext ist irgendwie morbide, auch ein bisschen trashig und leicht verstörend. Aber ich hoffe mal und ich könnte mir vorstellen, dass es ein extrem geiles Buch wird. Das letzte von Greg Giffune, Finstere Nacht. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe schon 2 Bücher von ihm gelesen. Natürlich fallen mir die Titel nicht mehr ein, aber ich habe schon 2 Bücher von ihm gelesen. Für Seth Roman, seinen jüngeren Bruder Raymond und ein paar Freunde sollten es ein paar Tage voller Spaß und Entspannung in einer Hütte in den Wäldern Maines werden. Doch als eine junge Frau in ihre Hütte taumelt, die Kleider blutbefleckt, ändert sich ihr Leben für immer. Die Frau bringt etwas mit in die Hütte, alt und tödlich, böse und unmenschlich. Als ein schwerer Schneesturm einsetzt, scheint die Nacht lebendig zu werden und ein unheilvolles Spiel beginnt. Ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also, nochmal von vorne. Finstere Nacht, Interitus Vermibus, ich habe nie Latein gehabt, ich kenne es nicht. Unter einem Friedhofshimmel, Shining Girls, Die Nester, mal sehen, ob ich das jetzt auch noch... Der Aufbruch. Eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt alles... ja, das ist das, was bei mir demnächst ansteht. Los geht's, wie gesagt, mit Der Aufbruch, der im letzten Teil von Niceville. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Ich werde euch demnächst dann zeigen, und zwar in filmischer Art und Weise, wie ich die Bücher gefunden habe.
Also da wird es demnächst Rezensionen geben. Da freue ich mich sehr drauf, ihr euch hoffentlich auch. Ja, jetzt fange ich mal an zu lesen. Bis zum nächsten Mal.